So, Tag der Bundeswehr, 2018 in Wunsdorf. Ich bin zurück. Ich bin klitschnass geschwitzt, der Rest meiner Familie auch. Es waren auf der Flight ungefähr 34 Grad. Die Durchsagen waren auch immer, man war immer dabei, mit den Durchsagen, die zu hören, wie sie sagen, viel trinken und. Viele Kinder sind verloren gegangen. Ich hoffe, die haben ihre Eltern wiedergefunden und umgekehrt. Und ja. Was fand ich gut, was fand ich nicht so gut? Ich fand es schade, dass Dennis nicht mitkommen konnte. Ich hätte mich gefreut, wenn du dabei gewesen wärst. Familie geht aber vor. Na, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das nächste, beim nächsten Mal gehen wir dann zusammen, hoffe ich. Ja, dann lange gesucht, aber dann mit Durchfragen doch gefunden, der Leopard 2 in der Digitaltarnung. Ihr seht gleich nochmal ein Video dazu oder ein Walkaround. Es ist nicht so einfach gewesen, mal Fotos zu machen bzw. Filme zu drehen. Es war proppenvoll. Und die Flight hat einen hellen Untergrund. Und die Sonne tut ihr eigenes. Einige Bilder werden höchstwahrscheinlich zu dunkel sein. Deswegen, ich bitte das zu entschuldigen. Ich habe keine Profi-Ausrüstung. Was fand ihr auch noch gut? Die Flugshow. Ja, das Mikrofon regelt Lautstärken runter bei der Kamera. Und ihr macht euch keine Vorstellung, wie laut so ein Eurofighter sein kann. Dummerweise habe ich den Tornado etwas verpasst, als er eingeflogen ist. Er hat einen Flyby gemacht und ich habe das so spät realisiert. Da stand ich mit so einem Mann gerade in der Schlange bei einem anderen Tornado, in den er unbedingt rein wollte. Und habe damit leider den Flyby verpasst, aber die Landung, die habe ich hoffentlich noch drauf. Und dass das Video vernünftig ist, dass das mein Schuss gleich auch nochmal zeigen kann. Wir sind heute Morgen mit dem Pendelverkehr dahin gefahren. Wir sind von dort, wo ich wohne, nach Wunsdorf zum Bahnhof gefahren. Ich hielt das für eine gute Idee. nicht mit dem eigenen Auto dahin zu fahren, weil die 60.000 Leute angekündigt haben. Morgens um 9 Uhr sind wir dann an den Parkplatz mit dem Pendelbus vorbeigefahren. Der war relativ leer, der Parkplatz. Da habe ich mich noch so ein bisschen geärgert. Ich wohne mich nicht weit weg vom Flughafen. Warum wir nicht direkt dahin gefahren sind? Oder vom Flieger aus? Warum wir nicht direkt dahin gefahren sind? Es hat sich aber schlagartig dermaßen gefüllt. So, blöd war nur, das Straßensystem hier in der Nähe kommt schon mit dem normalen Straßenverkehr kaum klar. Wir haben viele Verkehrsstaus hier in Wunsdorf. Und ja, das war die Horror auf dem Rückweg. Keine Klimaanlage muss, ich war klitschnass. Also es war eine schlechte Idee im Nachhinein. Wir hätten vielleicht doch lieber vom Flughafen oder vom Fliegerhorst mit meinem Auto fahren sollen. Parkplatz war mehr als genug da. Ja, viel mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Wie schon gesagt, schaut euch das Video an. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ohne Meldung. Ach ja, übrigens, ich schmeiß gleich noch den Grill an. Bis später. Bedenken Sie bitte bei der folgenden Vorführung: Dieses Luftfahrzeug
wiegt jetzt über 80 Tonnen. Na komm, lass die Kupplung flitschen. Veranstaltungsgeländes. Schon drin gesessen. Sarajevo-Landung.
Zeit für das gewünschte Walkaround. Aber also ohne Eisstiel geht's besser. Hin und wieder ist die Lichtqualität nicht so gut, wenn man gegen die Sonne filmt. Wir haben wahrscheinlich viel Sonne und einen weißen Boden hier. Das reflektiert. Herankommt, weil dieser gut mit Zaun das verhindert.
vorne kann ich euch nichts zeigen, weil dummerweise hier der Zaun davor ist.